Hey, yo, Freunde, heute gibt es wie angekündigt das Video zum Unboxing des Serie 2 Boosters. Ich bin ultra hyped, aber auch vielleicht nach dem Video ein bisschen mad, weil wir hier nur 5 gewöhnliche Karten ziehen. Wie gesagt, es können hier wirklich einige sehr gute Karten drin sein. Allen voran natürlich der 101 Savage Opress, der wirklich schon auf jeden Fall mehr als 10 € wert ist. Und der Yoda, der goldene Yoda, der ist auch einiges wert. Und es gibt sonst auch noch ein paar Force Meister. Der Grievous zum Beispiel, der ist auch sehr, sehr selten. Genau, also auf jeden Fall gibt es hier sehr viele Karten, die sehr viel wert sein könnten. Aber die Chance, dass wir 5 gewöhnliche ziehen, ist halt auch sehr hoch leider. Das heißt, es ist wie Casino. Ja, man weiß es nicht vorher. Deswegen schmerzt es auf jeden Fall, das zu öffnen, denn Einzelpreis liegen die bei eBay vielleicht bei 6, 7 €, was so ein Ding kostet aktuell. Und ja, ich würde sagen, rede ich nicht lang rum, machen wir es auf, wobei wir können ja nochmal hier hinten schauen. Fokus. Fokus. Dankeschön. Genau, es ist wie bei Serie 3. Pro 2,2 bekommt man eine Starkarte und eine 1 zu 5 Chance für einen Force Meister. 5 Karten pro Packung. Und ja, ich würde sagen, schauen wir rein. Wie gesagt, es kann sein, dass wir hier gleich gespoilert werden, aber das ist dann auch nicht allzu schlimm. Ich möchte den clean öffnen, ehrlich gesagt. Falls mir das jetzt nicht gelingt, ist mir auch leid. Okay, hat funktioniert. Einigermaßen zumindest. Oh mein Gott. Ich habe reingeschissen. Okay, die Karten. Ja, jetzt ist es eh egal. Okay, und schauen wir mal, was wir hier alles haben. Okay. Erstens haben wir hier Boba Fett als Kind. Habe ich ja auch letztes Mal schon gesagt. Fand ich sehr cool, was die aus dem gemacht haben. Hier mit dem Helm seines Vaters in den Händen, der ja von Mace Windu ermordet wurde in Episode 2. 3 Sterne, 65 Angriff, 57 Abwehr. Sehr coole Karte. So, dann geht's hier weiter mit. Passt ja sehr gut zusammen bis jetzt. Aura Sing, ein Clone Wars Charakter. Man kann so sagen, die Ziehmutter von Boba Fett. Auch ein sehr cooler Charakter. So, dann nächste Karte. Klonpilot Hawk. Alle Klone sind natürlich cool, aber. Den kennt man ja jetzt nicht wirklich. Ist halt einfach nur ein Klonpilot. So, wie viel? Das sind. Nein, okay. Okay, es kommen noch 2 Karten. Okay, Strike Force und danach sehen wir, ob wir was gezogen haben oder nicht. So, hier auf jeden Fall Count Dooku Strike Force. Und ja. Okay, Senator die Republik. Klingt nicht besonders vielversprechend, leider. Wird es Schmerz oder vielleicht doch gar nicht so schlecht? Betet, betet. 3, 2, 1. Okay, it's actually fine. Es ist ein Force Meister. Es ist Padme Amidala in Force Meister. Es ist ein Force Meister. Zwar der mit Abstand schlechteste. Aber es ist ein Force Meister. Ich glaube, ich kann mich nicht beschweren. Ja, okay. Ich glaube, ich sollte mich zufrieden geben. Es ist doch ein bisschen enttäuschend. Das ist quasi der schlechteste Force Meister von allen. Aber man kann ja auch nicht alles haben im Leben. Ihr seht hier 68 Angriff, 77 Abwehr. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Gut. Na, guck mal, wir haben ja hier aus dem letzten Bus, den habe ich in einem Toploader, hatten wir hier Yoda limitiert gezogen. Da war das schon noch besser als hier Padme Amidala. Ja, aber was will man sagen? War doch ein guter Booster. Ich meine, wir haben einen Force Meister gezogen. Dann sage ich gerne abonnieren. Es kommen bald auch wieder neue Gameplays, Overwatch. Dann ja, Like da lassen, Abo da lassen und wieder danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.